Hallo meine Zuschauer und Zuschauerinnen zu diesem Replay von World of Tanks mit dem M60. Ja, den M60 weiß ich nicht einmal, ob ich den überhaupt schon einmal gezeigt habe. Ist einer der Belohnungspanzer von der Clan War Kampagne gewesen. Und in dem Fall hat der Buchi 1000 hier mal seine Runde eingeschickt. Und weil ich einfach mal dachte, okay, diesen Panzer habe ich noch nie gezeigt, also von dem her muss ich ihn jetzt endlich mal auspacken. In dem Fall natürlich nicht ich, sondern in dem Fall stellvertretend durch den Buchi. Also mal gucken, was er hier so mit dem anstellt. Karte ist Prokhorovka und im Standardgefecht recht viele Zehner hier am Start. Deswegen bin ich jetzt schon durchaus gespannt, was er damit jetzt hier reißen wird. Da guckt er direkt mal rüber, kriegt da gleich den EN-100, kann er den ersten Hit drauf setzen. Ihr seht, der Alpha ist gar nicht so hoch für einen Zehner, in Anführungszeichen. Aber 268 Durchschlag, oh, ich wollte den Hit natürlich jetzt nicht. 268 Durchschlag, 390 Schaden oder mit Premium 330 Durchschlag und er fährt mit Coca-Cola. Freundliche Unterstützung von Coca-Cola. Arti natürlich, klar, zwei Stück. Die halten hier schon rein. Ah, schöner Hit auf das Objekt. Sein E50M-Kollege hat da auch schon den ersten rausgenommen. Einer der Lights. Immer wichtig, dass die weg sind. Und gute Rückwärtsgeschwindigkeit. Das gehen viele Panzer nicht mal vorwärts. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gerade mit dem und ein bisschen abdecken, Gun Depression und sonstigem. Da kann man gut und gerne auch mal die Mitte hier machen. Na, kriegt nix auf. Da rechts von ihm IS. Oh, und einen EN-100. Ah, und noch ein Patton. Vom Hügel wohl. Da ist er. Ne, das ist ein anderer. Da ist der Patton. Aha. Sag ich doch. Da trifft er. Und da ist nochmal ein anderer, der E5. Auch den trifft er. Und ja, kriegt hier den Abpraller von der Seite. Nicht schlecht. Nochmal blind drüber gezimmert. Aber bisher schon fleißige 2000 Schaden. Leider ist sein E50 Mate jetzt raus. Und nochmal einen in die Seite. Ja, das läuft doch. Ah, schwieriger Schuss jetzt. Jetzt. Ah, perfekt hat der E50er seinen Turm wieder zurückgedreht, dass er hier drauf schießen konnte. Perfekt, da ging es gar nicht. Und auch da nochmal drauf. Ja, er ist fleißig hier. Das muss man eben ganz klar so gut erhalten. Der EN-100 lässt sich da jetzt ein bisschen zurückfallen, aber auch da nochmal schön in den Helm. Also die Mitte, die macht er hier sensationell gut. So, und da nochmal der ES-7. Offen ist er die ganze Zeit jetzt gerade. Da muss er, wie gesagt, viel in Bewegung bleiben. Nicht, dass er Opfer der Arti wird. Das ist ganz wichtig. Leider das Objekt da ein bisschen zu schnell wieder weg gewesen. Sonst hätte er da auch gleich nochmal eingeben können. Der Hügel schaut soweit aber safe jetzt aus.
Party pingt an, feuerbereit. Ah, wieder offen. Muss hier aufpassen. Der E1 da hinten. Ja. Ah, schade. Getroffen, ja. Durchschlagen, nein. Oh, was ist da nochmal neben ihm? Ja, der ER7, der wartet auch natürlich nur auf seine Chance, dass er ihn da trifft. Und jetzt bekommt er aber da den Arti-Hit, Objekt 140. Nochmal den Arti. Wow, und der letzte hat auch nochmal satt gezogen. Jetzt hat er von ursprünglich stolzen vielen Hitpoints nur noch 69. Ja, das ging jetzt echt flink. Und jetzt ist es natürlich so der Moment in so einer Runde, wo man dann einfach so dich denkt, Alter, du doofe Arti, du. Der E60 ist übrigens so einer der Panzer, der von den Belohnungspanzern gar nicht so häufig gepickt wird. Weil da sind die anderen höher im Kurs. Aber, was ich jetzt hier so sehe, spielt er sich rund. Da macht er das sehr gut. Nutzt auch natürlich die Vorteile aus. Das Gegnerteam wird jetzt langsam aber sicher eingekreist, wie ihr seht. Und da auch nochmal einen drauf. Ja, er hat hier eine sehr schöne Führung des Panzers. Das muss ich mal wirklich neidlos anerkennen. Also, wenn er nicht so Pech mit den Artis gehabt hätte, weil die haben ja auch mittlerweile 1200 Hitpoints alleine, die zwei Stück abgezogen, die zwei Hits, dann würde er ja auch noch viel besser im Saft stehen. ...5100 Schaden hat er schon auf der Uhr. Vielleicht kommt er jetzt auf den Jagdpanzer da nochmal hinten drauf. Noch nicht. Oh, oh. Beobacht, genau. So, jetzt ist eine der Arti mal wenigstens weg. Oh, ES7 dafür nimmt den E100 raus. Und er will sich jetzt auf den Jagdpanzer versuchen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Getroffen hat er auf jeden Fall mal gut. Jetzt kommt sein Jagdpanzer da zur Hilfe scheinbar. Der ging voll durch ihre Panzerung. Bekommt ja den Arti-Hit, aber wird dabei nur gekettet und die 8 Hitpoints, naja, reden wir nicht drüber, aber weg nun. Und jetzt auch noch der E3. Und auch der, ah, das macht er echt schön, er spielt wirklich toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Wow, da den Abpraller vom T-54. Da ist er. Und da ist die Arti. Jetzt kommt er drauf. Aber auch zoomt schnell ein. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So. Ah, trifft er nicht. Und jetzt nur noch der T-54. Ist er. Muss er aufpassen, natürlich. Der kann ihn schon noch rausnehmen, ohne weiteres. Aber der E75, der da anrollt, der ist noch rappelvoll. Ah, schade. Aber schöne Runde. Hat mir wirklich gut gefallen. Hat unterm Strich gemacht 7708 Schaden. Und nicht nur das, nein, er hat auch noch 4108 unterstützt bzw. gespottet. Sehr schöne Runde. Vielen Dank für dieses Replay. Ich hoffe, euch hat es auch ähnlich gut gefallen wie mir. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.